Hey ho, ich bin Tommy Something, ich liebe Videospiele und willkommen im Weltraum, wo dich niemand schreien hören kann. Das ist mein Review zu Prey. This isn't a dream. It's a nightmare. There's no room for uncertainty. There's no room for doubt. And know this, there's more at stake than just Talos One. If what happened here, if even one breaks containment, we're all lost. Ich habe ständig diesen Albtraum. Da draußen ist etwas. Ich kann es nicht sehen, aber es sieht mich. Die Atmosphäre von Prey erinnert direkt an ein Bioshock oder Dead Space und auch gewisse Story-Elemente scheinen direkt davon inspiriert zu sein. Wir spielen Morgan Yu, einen Wissenschaftler der Talos One, der es sich zusammen mit seinem Bruder Alex zur Aufgabe gemacht hat, eine Alien-Rasse namens Typhon zu untersuchen. Und liegt das nur an mir oder sehen die Typhons so ähnlich aus wie das Alien aus dem Film Live? Eventuell ist der Film ja ein Prequel zum Spiel Prey und zum neuen Venom-Film. Lasst mich das noch schnell in mein Fantheorien-Forum posten. Ja, sehr clever. I'm sorry, can someone please explain to me what's happening? Wie dem auch sei, die Typhons sind deswegen so interessant, weil die Brüder Yu durch die Forschung an ihnen die sogenannten Neuromods erstellen konnten. Diese kleinen Gerätschaften geben euch eine direkte Frontallobotomie und dadurch könnt ihr dann neue Fähigkeiten erhalten, ähnlich wie es bei Dishonored der Fall ist. Werdet also stärker, besser, schlauer oder eben mehr wie die Aliens mit all ihren verrückten Fähigkeiten, was dann aber auch zur Folge hat, dass das Verteidigungssystem des Schiffes euch an den Kragen will. Letzten Endes seid ihr mehr oder weniger auf euch alleine gestellt und egal ob es nun gegen die Aliens, Maschinen oder sogar beides vorgeht, eure beste Waffe ist immer noch euer eigener Verstand und eure Kreativität. Denn das Spiel lässt euch die Freiheit, ob ihr Gegner lieber umgeht oder mit brutaler Gewalt niedermetzelt, Türen und Safes lieber hackt oder die richtigen Codes findet und welche Missionen für euch wichtig erscheinen und welche eben nicht. Eine Mission ist aber von Anfang an klar: Vernichtet die Typhons, egal mit welchen Mitteln, und lasst keines von ihnen auch nur in die Nähe der Erde kommen, auch wenn es euren eigenen Tod bedeutet. Das Gameplay ist eigentlich genau das gleiche wie bei Dishonored, was auch irgendwie Sinn macht, da beides vom selben Entwicklerstudio kommt, und zwar Arkane Studios. Ich könnte jetzt weiter darauf eingehen, wie unfair das Gameplay an manchen Stellen ist, wie sehr mich der Soundtrack an Stranger Things erinnert hat, dass die Ladezeiten einfach viel zu lang waren oder wie egal viele der Nebencharaktere sind. Aber für mich macht Prey etwas ganz anderes aus. Ihr wisst jetzt schon im Groben die Story und viel mehr sollte ich auch nicht verraten, weil ihr sonst zu viel gespoilert bekommt. Und wenn ihr Dishonored gespielt habt, dann kennt ihr bereits schon das Gameplay. Was macht Prey aber in meinen Augen zu einem einzigartigen Spiel, das sogar seinem Namensvetter aus dem Jahre 2006 in nichts nachsteht? Ein Wort: Inszenierung. Wenn ich sage, dass es mich stark an Bioshock, Dishonored oder Dead Space erinnert, dann hat es nichts mit dem Setting zu tun, dem Gameplay oder damit, dass es an vielen Stellen gruselig oder unangenehm sein kann. Sondern damit, dass mich Prey vom allerersten Moment gepackt und mit meinen Erwartungen gespielt hat. Die erste halbe Stunde bzw. Stunde von Prey war so entscheidend, dass es mich das ganze Spiel über nicht mehr losgelassen hat. Die Jumpscares sind mir nach dem 100. Mal schon fast egal geworden und glaubt mir, Prey geht gerade nicht sparsam damit um. Dieser Shroom-Soundeffekt, der immer wieder kommen soll, wenn etwas Gruseliges passiert, kommt so häufig im Spiel vor, dass es mich nach einiger Zeit einfach nicht mehr überrascht hat. Aber der Twist am Anfang des Spiels war so überzeugend, dass ich meinen Controller eigentlich nicht mehr zur Seite legen wollte, denn jede weitere Wendung im Spiel hat mich mehr und mehr von den Antworten, die ich haben wollte, weggestoßen, bis ich dann endlich zum Ende gelangt bin. Deswegen kann ich nicht wirklich auf einzelne Story-Details eingehen, aber meiner Meinung nach sollte ein Spiel genauso sein. Wenn ein Spiel dich schon durch ein Tutorial-Level jagt, dann lass es doch ein Teil der Story sein und unterstütze es noch mit starken Bildern, so wie es bei Horizon Zero Dawn oder The Last of Us der Fall war. Wenn es bis zum Ende mit derselben Spannung gespielt werden soll, wie es am Anfang der Fall war, dann gib uns ein Problem und eine Frage, auf die wir keine Antwort finden, bis zum Schluss, wie es nun mal bei Bioshock oder Dead Space der Fall war. Und hab eine Atmosphäre, die dich nach dem Spiel noch verfolgt, wie eben bei Prey. Ich will kein Spiel mehr, das erst nach den ersten 20 Stunden einigermaßen cool wird, so wie es leider bei den letzten Final Fantasy Spielen der Fall war, und erst recht keins, was mir nach dem Ende egal ist. Es sind die Bilder der zerstörten Talos One, die ich im Kopf habe, und das Gefühl zu wissen, was passiert ist, ohne genau zu wissen, wie es passiert ist.
das Gefühl, dass ich nicht hundertprozentig weiß, welcher der Geschichten nun wahr ist und welche nicht. Denn Kontakt mit anderen Charakteren habt ihr nur über Audiologs bzw. Funkstrecken. Erst gegen Ende begegnet ihr auch anderen Menschen und selbst dann ist es nicht klar, wie alles zusammenpasst. Ja, es stimmt schon, Prey ist kein perfektes Spiel. Die Grafik ist nicht atemberaubend und das Gameplay ist nichts Neues. Aber die Inszenierung stimmt. Selbst wenn der Horror nicht über den Anfang des Spiels hinausgehalten hat, die Atmosphäre und das Leveldesign hat es alle Male. Denn egal ob ich mich nun unter Tischen versteckt habe, versucht habe mit Geschütztürmen meinen Weg aus dieser Station herauszukämpfen oder einfach nur schwerelos um die Talos One herumschwebte, ich hatte am Ende das Gefühl, ein tolles Spiel hinter mir zu lassen, das mich nicht nur an viele gute andere Spiele und sogar Filme und Serien erinnert hat, sondern dadurch auch komplett für sich alleine steht. Der wichtigste Aspekt von Prey ist also für mich die Inszenierung und der Anfang. Ich kann es deswegen auch durchaus verstehen, warum es wenigstens für die Konsole die erste Stunde als Demo gab. Also meine Empfehlung, wenn ihr auf Weltraumhorror und eine dichte Atmosphäre steht, dann holt euch Prey. Die knapp 20 Stunden Spielzeit sind es definitiv wert. Auch mit seinen Schwächen mochte ich Prey. Und gerade als Sci-Fi-Fan und als Fan des kosmischen Horrors gibt es von mir für das Spiel den Daumen nach oben. Habt ihr Prey schon gespielt? Wie wichtig ist euch denn der Anfang eines Spiels? Und welches Spiel hat eurer Meinung nach die beste erste Spielstunde? Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dann!